Ja, die beiden treten also wieder auf den Gang. Die Bahnstrahler holen den Magister Iolaus ab und Isarun wird sich zurück in den Raum gesellen und Abemir anschauen. Ah, Mademoiselle, Adeptus? ich erhebe mich sehr müde und kaputt nach den ganzen Ereignissen und folge dir. Genau, wir gehen also wieder in den Raum. Sie weist dir den Stuhl zu. Bitte, nimm Platz. Mademoiselle, habt ihr vielleicht etwas Wasser? Seht mich an, ich habe seit Tagen nicht mehr richtig mich gewaschen. Habt ihr vielleicht eine kleine Schüssel Wasser für mich? Selbstverständlich. Ah, Isarun tritt vorhin. einmal kurz auf den Gang hinaus und sieht sich nach einer Wache um. Die kann dann auch auf einen kurzen Wink von dir das Gewünschte heranbringen. Vor allem, aber mir, du hast da so einen richtig widerlichen Fleck von dem Erbrochenen von Yalan noch auf dir. Schon ein bisschen eklig. Dann würde ich meine Hände feucht machen. Gestattet mir, dass ich mich auf magische Weise reinige. Ist es dies gestattet? Selbstverständlich, Kollege. Dann würde ich mir Zeit lassen und einen Subtle-Faktor wirken. Isarun tappt derweil mit ihrer Fußspitze, na, eher der Stiefelspitze, so ein bisschen auf den Boden. Es knallt so ein bisschen. Sie ist ein bisschen ungeduldig, aber jetzt auch nicht so. Man erwartet das ja von den Eurasiern. Ich schüttel mich leicht und eine wahrscheinlich größere Staubdreckwolke entfernt sich so von mir in alle Richtungen. Na, vor allem siehst du auch, dass die Matrix, die er da mit seinen Fingern gewoben hat, unglaublich ungeschickt ist und er hat sich extrem viel Zeit gelassen und trotzdem ist es ihm nicht gelungen. Kein guter Magier. Okay. Ist mir nicht gelungen. Hat es Doch, dir gelungen? ist dir gelungen, Achso. aber mit einem Sternchen. Also Okay, es es reicht. ist halt, ja, Es reicht für die oberflächliche Reinigung ja, wahrscheinlich. also Isarun kann das halt sehen. Und, Ach, ich bin nicht. Schlampige Ausführung. Entschuldigt die Umstände. Nun, ja, ich setze mich also auf diesen Stuhl und schlage die Beine übereinander und gucke sie erwartungsvoll an. Ihr seid Kollege unserer bethanischen Schwesterschule. Das ist richtig. Mein Name ist Abelmir Jamorenes, Adeptus Major der Halle des vollendeten Kampfes zu Bethana. Stehe nochmal auf und verbeuge mich nochmal vor ihr mit einem Schwung und Ja, setze mich wieder hin. Isarun steht so halb auf und nickt zu. Ja, erfreut eure Bekanntschaft zu machen. Was führt euch hierher? Gehört ihr auch zur Bedeckung des Ritters? Nun ja, ich gehöre schon lange zum Ritter Jalan von Schnattermoor. Und die Umstände unserer Reise führten uns, nun könnte man sagen, zusammen. Ihr seid sicherlich im Bilde über die Vorgänge in Gareth. Die Nachricht hat uns erreicht. Nun, ein Schwarzmagier, ein ehemaliger Hofmagier, Galotta, wirkte einen verheerenden Illusionszauber. Und wir wurden beauftragt, den Umständen dieses Zaubers auf den Grund zu gehen und zugleich herauszufinden für eine hochgestellte Persönlichkeit am Hofe, ob sein Sohn nicht doch wieder auf die richtige Seite des Rechtes zurückkehren soll, im Preisnamen. Ja, ihr werdet mir den Namen nennen müssen. Ja, Sekunde, jetzt muss ich gerade selber liegen. Ich habe ihn gerade im Kopf. Udalbert Glur von Wertlingen ist der Vater von Ludolf von Wertlingen, der Adjutant des Reichsbüters Brin. Dieser war und ist immer noch Reichserzdruckschef von Galottas Gnaden. Er schrieb einen Brief, versteckt in einem Artefakt, was wir in Garat ausschalten konnten, dass er gerne auf die Seite des Lichts, auf die Seite des Rechts zurückkehren würde. Zu diesem Zwecke reisten wir in die schwarze Kapitale des trobrischen Reichsverräters und versuchten, diesen Auftrag
zu erfüllen. Mhm. Nun, die Grundzüge dessen, was dort geschehen ist, hat mir der Ritter bereits berichtet. Geschätzter Kollege, eure ehrliche Einschätzung. Was denkt ihr über eure Reisegefährten? Vor allem hinsichtlich dämonischer Energien, Berührung damit sowie möglicher Paktmale. Ich kann uneingeschränkt meine Hand ins Feuer legen für meinen Kollegen Iolaus Hyrikus. Nun, was diesen Zwerg anbetrifft, er rettete mir vor den Toren von Gare das Leben. Also denke ich, dass er vertrauenswürdig ist in dieser Hinsicht. Ich glaube auch nicht, dass er sich mit schwarzer Magie einlassen würde. Er hat allgemein eine wenig hohe Meinung von Magiern und von der Magie an sich. Du siehst, dass fast so ein halbes Lächeln auf Isaruns Gesicht erscheint. Für so ein, zwei Sekunden. Nun, was diesen Bettler aus Kunchong angelangt. Eine zweifelhafte Persönlichkeit. Aber er bewies sich bei vielen Malen in dieser schwarzen Stadt, ich will diesen Namen nicht erwähnen weiter, als hilfreich und äußerst nützlich bei bestimmten Angelegenheiten, in denen wir selber nicht tätig werden konnten. Ihr wollt damit andeuten, was ich vermute, dass ihr andeuten wollt. Ich denke, wir verstehen uns. Mhm. Er ist ein wenig, nun ja, er ist ein Kind seiner Heimat, könnte man sagen. Ich verstehe. Was man über seinen Charakter sagen kann, nun ja, er ist hilfreich. Manchmal ein wenig, wie soll ich sagen, eigensinnig und selbstsüchtig. Aber nun gut, das liegt wohl diesen Thulamiden am Blut. Ja, was soll ich über den Ritter sagen? Jalan Greifenmund von Schnattermoor. Er ist sicherlich ein Kämpfer für das Gute. Manchmal schießt er ein wenig über das Ziel hinaus und sein Temperament, nun, man könnte es volatil nennen. Hin und wieder packt ihn sein Jähzorn und dann weiß er nicht, wohin mit seiner Kraft. Aber ich glaube, im Grunde ist er eine ehrliche Seele. Nichts anderes würde ich von einem topischen Ritter erwarten. Er machte manchmal etwas seltsame Sachen. Aber tun wir das nicht manchmal auch? Jeder von uns in Notlagen? Mit Sicherheit, aber was genau meint ihr mit seltsamen Sachen? Nun ja, es ist nicht besonders klug in der schwarzen Stadt nach Rache zu brüllen, wenn die Wesen der siebten Sphäre so nahe sind. Rache, sagtet ihr. Mhm. Du siehst, wie Isarun sich ein paar Notizen macht. Aber ich glaube nicht, dass er den Dämon anheimgefallen ist. Aber das müssen andere prüfen. Jetzt will ich eine Überredenprobe. Gegen die Menschenkenntnis. Horasia gegen Mittelreich plus 3. Okay. Also eine plus 3 wieder für Isarun. Mhm. Okay. Da verbirgt er die Wahrheit. Ob das gelogen? Er traut seinen eigenen Worten nicht. Isarun lehnt sich ein bisschen vor, stützt die Ellbogen auf dem Tisch ab, legt die Handflächen ganz flach auf die Tischplatte und sieht Abelmir mit leicht zusammengekniffenen Augen an. Geschätzter Kollege, die Wahrheit bitte. Ich habe die Wahrheit erzählt, so wie ich sie kannte. Ich würde niemals lügen. Jedenfalls nicht gegenüber einem Kollegen der Weißen Gilde oder einem Preisgeweihten.
Das ist insoweit richtig, doch es steckt noch mehr dahinter. In welcher Hinsicht? Glaubt ihr, ich lüge, was, wenn ihr ein Dämon, ein Paktierer wäre, würde ich es euch nicht erzählen? Nein, das würde ich natürlich niemals von einem Kollegen denken. Aber ich denke, ihr habt eure eigenen Vermutungen, die ihr zum Schutze des Ritters nicht rausrücken wollt. Ich kann euch aber natürlich versichern, dass hier jeder auf der Seite der 12 Götter steht. Und natürlich jede Seele gerettet werden kann. Selbst wenn etwas passiert ist. Nun ja. Ihr habt doch sicherlich seine Augenklappe bemerkt. Ihr wollt damit andeuten, dass es keine reine Kriegsverletzung ist. Er hat ein funktionierendes Auge darunter. Warum trägt er eine Klappe? Nun, ich habe von einigen Almadanern gehört, die es tun, um Frauen kennenzulernen. Allerdings erscheint er mir nicht wie ein Almadaner. Er schien mir auch nicht wie ein Almadaner. Aber vielleicht ist es eine Kriegslist, wer weiß. Kriegslist. Nun ja, im Kampf ist so etwas sicherlich von Vorteil, wenn der Gegner denkt, man ist eingeschränkt in der Sicht. Ja, aber das ist, weil man tatsächlich eingeschränkt in der Sicht ist. Ihr habt sicher viele Kampferfahrungen als Betaner Kampfmagier. Habt ihr bereits mit euren zwei Lilien gekämpft, wenn eines eurer Augen verschlossen war? Ich kämpfe nur mit einem Säbel. Die zwei Lilie liegt mir nicht besonders, sie ist etwas sperrig. Tatsächlich, so eine schöne Waffe. Na, wenn euch der Segel besser liegt. Zurück zum Thema. Ja, wie gesagt, es erscheint mir etwas seltsam, dass jemand eine Augenklappe trägt, obwohl er zwei gesunde Augen hat. Aber warum er dieses tut, das kann er vielleicht euch selber erzählen. Ja, das ist, denke ich, eine gute Idee. Vielen Dank. Adeptus. Aber ich versichere euch noch mal. Ich glaube nicht, dass er ein Paktierer ist oder mit den dunklen Mächten um einhergeht. Das werden wir sehen. Aber ich vertraue auf euer Wort. Zuletzt noch die Frage. Ihr reist weiter mit dem Ritter und seiner Gefolgschaft? Oder habt ihr eigene Pläne? Nun ja, wir haben noch nicht weiter diskutiert, wie weiter verfahren wird. Ich denke mal, wir müssen einen Bericht erstatten bei der KGA in Garald. Beziehungsweise, falls Dexter in der Mord hier noch statt ist, wisst ihr etwas? Vielleicht? Der Graf selber, nein. Der Baron. Der Baron ist also nicht in der Stadt. Nun gut, dann werden wir wohl nach Garald weiterreisen. Wir werden sehen, was sich weitergibt. Anwesend wäre der Herzog Bernfried Ehrenstein von Dobrien und sein Kanzler Delo von Gernotzborn. Das sind quasi Herzog und Kanzler, also die beiden höchsten Statthalter oder von Praios eingesetzten Adligen für das Land Weiß-Tobrien, beziehungsweise, wenn man die schwarz-tobrische Herrschaft nicht lange nachkennt, für ganz Tobrien. Ja, aber ich weiß nicht, bei wem man so mal neue KGA-Berichte gibt man, glaube ich, nur beim KGA ab und nicht beim Ja, Herrscher, natürlich, oder? Natürlich. Insofern schreiben wir wahrscheinlich einen offiziellen Bericht und einen halboffiziellen Bericht, vermute ich mal. Gut, nichtsdestotrotz werde ich mich erheben, mich nochmal immer tiefer beugen und dann den Raum in Richtung unseres Aufenthaltsraums wieder zurückbegeben, eigenständig. Sehr gut, jetzt sind wir dran. Komm mit, Augosch. Die Herren möchten im Doppelpack befragt werden? Selbstverständlich, wir gehören zusammen. Ich bin auch sowieso nur der Waffenträger von ihm. Mir soll es recht sein. Ich habe da kein Problem mit. Ist das ein Problem oder können wir das machen? Nein, bitte, bitte geht. Dürfen wir jetzt von unseren Heldtaten erzählen? Natürlich. Ihr dürft erstmal vorne links dort reingehen, Platz nehmen, Wache, wenn ihr noch einen dritten Stuhl bringen könntet. Ja, selbstverständlich. Fräulein von Spugelsen.
Haben wir unsere Waffen und so alles abgegeben oder schleppe ich das noch alles mit mir rum? Alles abgegeben. Okay. Also Waffen bestimmt komplett abgegeben. Rucksack, wird alles gefilzt. Ja, gut. Deine Rüstung konntest du auch ablegen, hast dein Unterkleid natürlich noch an, damit du jetzt nicht nackt da sitzt, aber später wirst natürlich auch du dann noch gefilzt. Du kannst auch sehen, wie Jalan sich dann ausziehen durfte, hinter so einem Vorhang oder so. Konntest du da vielleicht nochmal einen knackigen Arsch aufblitzen sehen, aber ansonsten musste auch er sich ausziehen. Und vor allem Iolaos wurde von den Bandstrahlern ziemlich getriezt. Ja, also wir haben uns kennengelernt, also die ganze Gruppe, wir haben erstmal in Gard haben wir einen riesigen Drachen besiegt. Ich war das alleine. Tatsächlich, ein riesiger Drache in Gard. Eine Illusion! Riesengroß, größer als sag das doch drei, nicht so. Vier Zwerge hoch. Nein, nein, sag das doch nicht so. Ich habe ihn besiegt, den Kopf abgeschlagen. Natürlich. Das sage ich ja auch nicht anders. Wisst ihr damals war dieses komische, ach, wie hieß das denn nochmal? Ignak, erinnerst du dich noch daran? Dieses Phasmadolikon? Oh, ich weiß das nicht mehr. Das ist schon so lange her. Wir haben gehört, hier gibt es Drachen. In Kleinwaldstein hat man gesagt, hier gibt es Drachen. Selbstverständlich. Der Markwart der Drachensteine, Kaiserdrache Apet, residiert einige hundert Meilen nördlich. Immer wieder schockierend, wenn man hört, dass hier Langbeiner mit Drachen zusammenarbeitet. Immer wieder schockierend. Nun, er hat im Kampf gegen die Schwarzen Horden sehr viel auf sich genommen. Ja, ja. In Yul'Gurmak haben wir auch einen Drachen gesehen, aber der war böse. Ja, da tatsächlich. Welcher? Wie Lessankan hieß der, glaube ich. Zumindest hat man das gesagt und da stand auch im Optoliten drin. Und ich hab dann Torox angehauen und ich wollte eigentlich, dass wir den gemeinsam besiegen. Wir hatten das besprochen und wir haben unseren Plan gemacht. Und dann, Torox hat mir erzählt, dass er einen Achatz getötet hat auf einer Brücke. Der war noch ganz klein, der war so im Hai drin und dann den anderen hat er noch. Und da waren ganz viele Achatz, müsst ihr wissen. Echsenmenschen. Funk ganz viele Achatz im Fex. Also ja. Auf jeden Fall einige, würde ich sagen. Ja. Na gut, also so eine verderbte Stadt wie das ist. Zum Protokoll zurück. Ich muss jetzt nochmal euren Namen aufschreiben, wenn ihr mir die bitte nennen wollt. Stahlmann. Torgosch, Sohn des Zollmarsch. Ich bin Stahlmann, ich habe keine Ahnung, wie mein Nachname ist. Achso, ah, Igna, ist doch vorbei mit den Decknamen. Stimmt, doch auf, ich bitte. Bin Igna. Entschuldigung. Sehr erfreut. Wie kommt es, dass und ihr seid Lebensgefährten? Ja. Nein. Ich glaube nicht, dass sie meint Waffenträger, aber... Ja, das ist doch Lebensgefährte. Nein, das ist das mit Zwergen. Das ist was anderes, Igna. Aber du bist doch keine Zwergin. Ja, deswegen sage ich ja nein. Weißt du, was ich meine? Es gibt, ihr müsst wissen, es gibt nur ganz wenige Zwergen. Ja, aber wenn ich mal eine finde, dann greife ich zu. Ich glaube nicht, dass Torgosch schon schneller ist. Ich sag dann meins und dann gehört sie mir. Also was wollt ihr sagen? Entschuldigung. Den Kopf. Wir haben ja, zurück zum Thema, genau. Ihr, in welcher Verbindung steht ihr mit euren Reisegefährten? Also den Einmagier, diesen komischen Horasier, den habe ich in Gareth gerettet, der wurde überfallen, konnte sich gar nicht wehren. Und später wurde er fast von einer Torwallerin erschlagen. Richtig, richtig. Dazu war ich, bin ich noch gar nicht gekommen. Und dort haben wir geholfen, dieses komische Phasmalogikon aufzuhalten. Komische Illusionen haben mich uns immer wieder umgeprügelt. Und dann kam es irgendwie dazu. Kaum hat man das gemacht, hat man diesen komischen Janan kennengelernt. Ab zu KGA. Und dann hieß es auf in die schwarzen Lande. Für das Reich, hat er immer wieder gesagt. Aber es soll gut bezahlt werden. Wisst ihr, wann wir bezahlt werden? Da ich nicht der KGIA angehöre, nein. Hast du nicht was von 1000 Dukaten gesagt, die wir jetzt bekommen haben von dieser Beshirasha? Bitte, das ging nur an Yala. Ich glaube, das ging nur an Yala. Das ist so eine komische Finanziererin, ich weiß nicht. Ich dachte, das sollten wir uns teilen. Die aus Pavi, glaube ich, oder? Dieser Streitwagen, da bitte, ist meine Herren, Symbol drauf. Das ist eine sehr interessante Frage. Für die, das im Namen gestritten hat. War doch so mit diesem weißen Banner. Ja, also da war dieses Turnier, deswegen sind wir auch da war dieses komische Turnier der schwarzen Lande. Weiß nicht, ich glaube, das fand zum ersten Mal statt. Das haben die auf jeden Fall immer geschrien. Und die Hallern brauchte einen Streitwagen und dann hatte für Belchirascha, ne, Igna? Ja, Belchirascha gestritten. Da waren wir noch nicht mal in der Stadt drin.
Kurz vor der Stadt hat er schon gesagt, ja, machen wir. Nee, gar nicht, das war später erst. Er ist dann erst in die Stadt eingeritten, hat sich sofort für alle Turniere gemeldet und ist dann zu Belshirasha gelaufen. So war das. Was könnt ihr mir denn zu dieser Dame erzählen? Die verteilt Heiltränke und diese komischen weißen Pferde da draußen gehören auch ihr. Die werden gar nicht müde. Ganz müssen seltsame Tiere werden. Werden nicht müde. Ja, sind seit. Sie sind durchgeritten. Nicht ein einziges Mal war da irgendeine Anzeichen von Müdigkeit. Vielleicht sind die magisch oder so. Aber ich weiß es nicht so genau. Könntet ihr das nicht untersuchen? Mhm, ja, einen Moment bitte. Isarun tritt zur Tür, steckt einmal den Kopf raus und ruft: Wache! Sag bitte Magister Gerstenkorn Bescheid, dass die Pferde untersucht werden müssen. Jawohl, Herrin. Dann kommt sie wieder zurück in den Raum, knallt die Tür so ein bisschen hinter sich zu. Ja, sie wird wohl ein bisschen mehr Papierkram heute Abend auf dem Schreibtisch haben. So, noch einmal zurück. Belshirasha, was für ein widerwärtiger Name. Heiltränke, sagtet ihr? Ja, er hat gesagt, es sind Heiltränke. Weiß ich, wie seine Heiltränke aussehen, also was die für eine Farbe haben? Nee, die sind in undurchsichtigen Metallflaschen. So undurchsichtigen Metallflaschen. Ich weiß nicht, ob er noch welche hat. Ja, so. Ich würde dir mal eine Sinnschärfeprobe gestatten, eine nachträgliche, und dann könntest du sehen, dass es eine grüne Flüssigkeit ist, die er da getrunken hat. Hatte sie, wie gesagt, auf dem Turnierplatz das ein oder andere Mal. Ja, auch mit dem eingeschränkten. Du bist hörbehindert, ne? Nicht sehbehindert. Ja, richtig. Genau. Richtig. Ja, grüne Flüssigkeit. Grüne Flüssigkeit. Kalt. Kalte grüne Flüssigkeit, so wie Heiltränke nun mal aussehen. Ich habe selber noch nie eingenommen, aber denke mal, so sehen Heiltränke aus. Ich fürchte, wir müssen trotzdem mindestens einen davon untersuchen, von unseren Alchemisten. Ihr müsst wissen, dass wir Zwerge keine Heiltränke vertragen. Davon laufen wir an und werden blau. Ja, das will nun wirklich niemand, glaubt. Das wäre sehr schlecht, da hatte er recht. Ja, und dann hat er das Turnier, ich glaube, er hat sogar gewonnen, oder? Nein, er hat auch gegen diesen, ich war nicht dabei, aber du hast es mir doch erzählt, gegen diesen schwarzen Prinzen hat er doch verloren. Ach ja, stimmt, ja gut, der war aber auch... Aber er hat doch fast seine Knappin ins Herz gestochen. Das hast du mir auch erzählt. Ja gut, aber das war auch ein Duell, glaube ich. Bitte, wer hat wessen Knappin ins Herz gestochen? Diese Hübsche. Ja, Jalans ehemalige Knappin, wie hieß sie denn nochmal? Die ist mit dem grünen Ritter zusammen angetreten. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das weiß ich nicht. Aber der grüne Ritter und Jalan, die haben sich auch ganz stumm gestritten. Aber kennen tue ich den nicht. Schien ein ganz alter Mann zu sein. Irgendeine Tradition mit Druiden. Der hat sich doch mit ganz vielen angelegt, hast du doch gesagt. Nicht nur mit diesen Druiden. Hat er ja nicht irgendwie ein paar Gräume umgebracht? Ja, aber ich weiß nicht, ob das Absicht war. Also so wie du mir das erzählt hast? Ich glaube schon. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch einfach ein sehr schlechter Bogenschütze. Ich würde es ihm zutrauen. Das weiß ich nicht. Müsste man mal gucken, was der so für Pfeile hat. Er musste seinen Bogen vielleicht mal angucken, würde ich sagen. Vielleicht ist der einfach schlecht. Ich kenne mich gemacht oder so. Aus. Ich auch noch. Aber was wolltet ihr sagen? Entschuldigung, wir schweifen immer wieder ab. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ihr habt während der ganzen Zeit beobachtet, wie Isaruns Federkiel nur so über das Papier flog. Hat sich ganz viele Notizen gemacht. Sehr interessant, was die Zwerge zu berichten haben. Was könnt ihr mir sonst noch zu euren Begleitern sagen? Sind sie vielleicht in Kontakt mit wichtigen Persönlichkeiten der Stadt getreten? Außer dieser Bell-Dame. Also ich weiß, Ragnar, der ist nicht mehr bei uns. Ich weiß nicht mehr warum, aber Ragnar und Irma haben sich wohl, glaube ich, ganz gut mit dieser hübschen Elfin verstanden. Weißt du noch, wie die hieß? Das weiß ich nicht, aber Irma ist ein guter Junge, das kann ich Ihnen sagen. Ja, dem kann Irma, man nichts vorwerfen. Ja, glaube ich, alles ist ein echt guter Junge. Und das glauben Sie vielleicht gar nicht, aber manchmal, da ist der Herr Schnattermoor ganz schön verurteilend gegenüber dem Armen Irma. Ja, da kann ich auch verstehen. Das macht einen schon traurig. Ich kann das auch verstehen, wenn man dann so ein bisschen diesen Adel kritisiert. Ja, natürlich. Aber auch natürlich nur den... Ach, ich wollte schon wieder Dunkelstein sagen. Entschuldigung. Gewohnheit. Isarun zieht die Augenbraue hoch. Ja,
Er hieß da Dunkelstein und damit ich das nicht vergesse, habe ich das immer wieder gesagt. Sonst hätte ich ihn ja auf einmal Schnatterhammer genannt und das wäre schlecht gewesen. Er wollte uns schlagen. Also er wollte mich zweimal schlagen, als ich ihn Schnatterhammer genannt hat. Und dann, ich sollte ihn immer wieder Dunkelstein nennen, ganz oft, damit ich es lerne. Und die beiden Magier, das sind halt Magier. Hat mich ins Zimmer eingesperrt, damit ich da nicht, das nicht ausplapper. Hat mich da gefangen, wenn man das so sagen möchte. Ich konnte nur Zeitungen lesen. Die Magier sind eigentlich, also für Magier sind sie echt in Ordnung. Das kann man aber auch erwarten. Die sind halt Magier. Das kennt ihr ja bestimmt, das Problem. Ja, wie gesagt, wir haben auf dem Pass, haben wir dann noch uns mit einer Torwalerin eingefreundet. Die war eigentlich ganz okay. Er hat uns immer gesagt, dass wir wohl abgebrochene Torwaler sind oder so. Und dann hat Jalan sie erschlagen. Aber sie ist auch ganz schlimm sauer geworden. Warum, weiß ich aber nicht. Ist irgendwas mit Walwut. Ragnar wusste, was das war. Ich hatte davon noch nie gehört. Tatsächlich, also das scheint ja eine illustre Gruppe zu sein. Eine wahre Heldengeschichte. Ja, sehr heldenhaft. Meine Freunde, Torgosch und Igna, das war es fürs Erste. Ich muss euch nur noch draußen begleiten. Die Herren Bandstrahler müssen selbstverständlich noch eine Untersuchung, eine genauere durchführen, wenn ihr mir bitte folgen wollt und den Herren dann mitgeht. Dieser Preios ist das auch so ein Drache, oder? Nein, der Herr Preios ist kein Drache. Igna, jetzt ist nicht die Zeit, das mit denen zu diskutieren. Das machen wir nachher am Tisch, wenn wir Bier in der Hand haben. Dann frage ich gleich die Bandstrahler. Aber ich mag die Junge. Er deutet so ein bisschen mit seinem Daumen nach hinten, sagt dann auf Isarun, während er dann rausstiefelt auf seinen kurzen Beinen und schreitet dann zu den Bandstrahlern und fragt dann auch direkt erstmal, wie das dann aussieht mit Drachen und Praios und zieht sich da den Zorn der Bandstrahler auf sich, was ein sehr hartes Verhör wird, eine sehr harte Entkleidung. Ja, ich folge.